Mit Supermarktparkplätzen ist das so eine Sache. Wer vergisst, eine Parkscheibe einzulegen, muss schon mal ordentlich blechen. Ein Supermarkt in Gelsenkirchen geht sogar noch weiter. Hier gibt es Videoüberwachung. Wer nicht gleich nach dem Einkauf in sein Auto steigt und wegfährt, kriegt ein paar Tage später Post. Das Parken kann dann sogar teurer werden als der Einkauf selbst. Thomas Vetter berichtet. Der Parkplatz des Grauens liegt in Gelsenkirchen. Hier beim Häßlermarkt überwachen seit neuestem Videokameras jede Bewegung der Kunden. Und wer sich nicht zielsicher mit den Tüten direkt zum Auto bewegt, ist dran. Auch Heidi Pipiorski macht einen Fehler. Sie kauft noch woanders ein. Die kamerabewaffneten Parkraumbewirtschafter greifen durch. Ja, ich habe geparkt, war erst beim Bäcker, dann einkaufen. Und bin dann nach 10 Minuten bin ich wieder weggefahren und habe ein paar Wochen später halt ein Knöllchen bekommen. Der Supermarkt hat einen privaten Anbieter beauftragt. Die Überwacher filmen und geben sich nicht zu erkennen. Die Knöllchen werden zeitverzögert mit der Post zugestellt. Für die Kunden heißt das oft einmal kurz gequatscht und der Einkauf wird doppelt teuer. Wir haben mittlerweile 6 Stück. Ich habe auch vom 21.12. und dann 22.12. Und jetzt vor kurzem kam das erst an, vor einer Woche. Ja, ich habe schon jetzt 6 Körnchen bezahlt. Und ich sehe nicht mehr ein, dass ich jetzt noch weitere, denn ich kann das gar nicht mehr nachvollziehen, ob das jetzt alles stimmt, was sie mir jetzt hier vorwerfen. Die Regeln sind klar ausgeschrieben auf Schildern. Aber wer aussteigt, um zu lesen, der macht schon mal alles falsch. Die Parkplatz-Sheriffs sind erbarmungslos. Ja, die Kameras hängen also direkt an den Parkplätzen. Da stehen auch Informationsschilder, nur die sind leider so klein geschrieben, dass man das im Auto nicht lesen kann. Und wenn man aussteigt und liest die Schilder, hat man schon verloren. Dann bekommt man schon ein Knöllchen, wenn man nicht einkaufen war. Also eine ganz schwierige Situation, die auch als Kunde nicht so richtig einzuschätzen ist. Anders, aber gut, das Motto des Supermarktes. Anders, ja, das sehen hier viele so. Aber gut findet das kaum einer mehr. Im Viertel regt sich Widerstand. Gelsenkirchener Kundenrevolte gegen den Parkraum-Albtraum. 40 Euro, das ist unverschämt. Daher will ich nicht mehr bezahlen. Die letzte will ich absolut nicht. Die sollen mich vor Gericht bringen, ich gehe hinterher. Die Kundenvollüberwachung hat eine Vorgeschichte. Bevor die Kameras da waren, lief es hier auch nicht rund. Jede Menge Dauerparker. Karima Elabussi hat zumindest ein bisschen Verständnis für die Videofahnder vom Häßlermarkt. Die Leute waren teilweise den ganzen Tag, wurden die Parkplätze blockiert. Die Kunden sind selber reingegangen und haben gesagt, die Parkplätze sind blockiert, wir können nicht einkaufen, wir finden hier keinen Parkplatz, weil halt andere Leute die Kundenparkplätze blockiert haben. Doch ob die Knöllchenjäger das überhaupt dürfen, ist zumindest fraglich. Also der Parkplatzbetreiber hat Hausrecht. Er kann im Grunde genommen selbst entscheiden, was auf seinem Parkplatz passieren muss, aber allerdings im rechtlichen Rahmen. Und ich glaube, dass diese Videoüberwachung, wo also quasi jeder Fahrer, der auf diesem Parkplatz fährt, auch erfasst wird, das ist meines Erachtens ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Die Videoüberwacher wollen sich nicht äußern, auch der Supermarktbetreiber will nichts sagen. Vielleicht setzt sich gerade einfach die Erkenntnis durch, dass schlechte Kundenlaune auch schlecht fürs Geschäft ist. Das kann man dann mit Knöllchen auch nicht wieder reinholen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.